Hi, ich bin Jörg und mir ist warm, aber das wird sich bestimmt gleich ändern, weil ich heute vorhabe, meinen Oase-Teichfilter zurückzubauen, denn es ist ja jetzt hier fast Winter. Wir haben jetzt das erste Mal Frost gehabt, glaube minus 5 Grad die Nacht. Der Teich ist noch nicht gefroren, weil das Wasser hier ja noch umgewälzt wird durch diesen Filter. Aber ich glaube, es wird allerhöchste Zeit, dieses gute Stück zurückzubauen. Was heißt zurückbauen? Also der Filter wird halt jetzt entleert und so. Und es gibt ja zu diesem Filter schon ein Video auf meinem Kanal. Ich verlinke das ganz am Ende des Videos. Wer es noch nicht kennt, sollte das vielleicht anschauen. Denn das, was ich jetzt zeige, baut auf die Erfahrung von dem ersten Video auf. In dem heutigen Video soll es eigentlich nur darum gehen, wie sieht so ein Filter nach 2 Jahren Benutzung aus? Welche Erfahrungen habe ich jetzt nun damit gemacht? Bin ich immer noch so zufrieden, wie es beim ersten Video so rüberkam? Oder hat sich vielleicht meine Meinung zu dem Ganzen geändert? Wenn du das wissen willst, bleib einfach dran. Grundsätzlich kann ich euch ja viel erzählen, aber ich sage mal so, wenn man sich das Resultat anschaut, dann bedarf es gar nicht vieler Worte, denn ihr könnt es selber sehen, der Teich ist nach wie vor klar. Ich würde jetzt mal sagen, glasklar. Leider scheint die Sonne heute nicht, sonst würde man das noch besser sehen, aber ich denke, hier könnt ihr gut erkennen, die Fische befinden sich ziemlich nah am Grund und man kann sie eindeutig gestochen scharf erkennen. Da ist mein größter, da hinten, warte, das ist mein größter, ein Koi. Und hier vorne ist der zweitgrößte. Der drittgrößte, der war auch knapp 30 Jahre alt, ist mir im Frühjahr gestorben. Ja, und die anderen Fische, eindeutig viel zu viele, ich weiß. Ich muss da auf jeden Fall ein paar nächstes Jahr rausholen. Das sind alles Goldfische und wahrscheinlich auch eine Mischung aus Koi und Goldfisch. Die haben sich einfach wild vermehrt, ohne dass ich dafür was tun musste. Da entdecke ich gerade einen Fisch und ich dachte, dem geht es nicht gut, weil der sich so komisch versteckt hat. Aber jetzt scheint er wieder normal zu schwimmen. Grundsätzlich oute ich mich jetzt als absolut kein Spezialist. Ich bin nicht ansatzweise so gut in Erfahrung und Wissen, was Fischzucht und Haltung betrifft, wie das viele andere sind. Also ich bezeichne mich mal als absoluten Amateur. Und deswegen schaut euch den Teich auch nicht so genau an. Das Ding ist eigentlich nur eine Übergangslösung, weil als ich das hier gekauft habe, war der Teich schon da. Ich habe den halt lediglich relativ schnell ungefähr verdreifacht von der Größe, weil die Fische waren halt eindeutig zu groß für den kleinen Teich und sind jetzt wahrscheinlich immer noch zu groß für den Teich. Und deswegen wird sich das irgendwann, ich denke mal, in den nächsten 5 Jahren noch einmal ändern. Ich habe mit diesem Teich richtig coole Sachen vor. Ich kann es ja schon mal verraten, denn auf diesem Grundstück, wo ich wohne, das ist so ein Abenteuerhof, also mein persönlicher Abenteuerhof, da habe ich ganz viele verrückte Ideen. Und eine der Ideen wird sein, dass hier eine Übernachtungsmöglichkeit im Teich entsteht, also ein Unterwasserraum, der halt mit Panzerglasscheiben die Sicht nach außen gewährleistet, sodass man von diesem Raum aus die Fische sehen kann. Das Ganze wird wahrscheinlich enorm viel Geld kosten, daher sehe ich das jetzt als Zukunftsprojekt. Ich denke mal frühestens in 5 Jahren. Vorher habe ich noch andere Projekte. Wer das auch nicht verpassen möchte, sollte meinen Kanal abonnieren, denn da seht ihr, wie das Ganze entsteht. Bevor mein Teich so klar war, hatte ich immer das Problem, dass da extrem viele Algen drin waren. Ich konnte die Fische gar nicht sehen und es war jedes Jahr aufs Neue. Gerade im Sommer, da war das richtig, richtig krass. Ja, und dann habe ich halt mal selber einen Filter gebaut und mit so einer großen Tonne. Das war auch alles schön und gut, aber das war dann nach 2 Jahren ging das wieder von vorne los. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann entschieden, diesen Filter von Oase zu kaufen. Ich bekomme das nicht bezahlt. Ich mache das jetzt sozusagen freiwillig, um euch einfach meine Erfahrung mitzuteilen. Ich glaube, das Teil heißt BioSmart 18 oder 18.000 oder so. Steht das irgendwo? Nein, das steht nirgendwo. So sieht das Teil aus. Ich werde euch den Filter inklusive diesen UV-Vorklärgerät und auch diesem Rohr und alles, was ich sonst noch als Zubehör gekauft habe, in der Videobeschreibung verlinken. Bevor ich den jetzt hier zurückbaue, das Wasser ablasse und euch das Innenleben vorstelle und zeige, wie das jetzt nach 2 Jahren aussieht, sage ich euch gleich vorab. Also, dieser Filter mit diesem Fischbesatz ist wahrscheinlich noch zu klein dimensioniert, weil da steht in der Beschreibung, glaube ich, drin, dass man da nur bei dieser Größe geringen Fischbesatz haben sollte. Ich habe halt definitiv zu viele Fische und das merkt man auch so im Frühsommer, merkt man das, wenn
der Filter halt erstmal richtig sich aktiviert, die ganzen Organismen da drinnen sich erstmal ansiedeln müssen, dann ist er relativ überfordert. Das heißt, man muss ihn wirklich wöchentlich muss man ihn reinigen. Das geht zwar total schnell, was ein Riesenvorteil von diesem Filter ist, aber naja, ist schon ein bisschen nervig. Das nächste Mal würde ich wahrscheinlich eine Nummer größer kaufen und wenn ich den Teich sowieso neu mache, dann werde ich einen zweiten Filter noch hinzunehmen, auch von Oase, weil mich das Teil einfach überzeugt hat. Und der wird dann wahrscheinlich dreimal so groß sein, den werde ich trotzdem noch irgendwo als Zweitfilter laufen lassen. Aber ich sage euch, je älter das Jahr wird, also so Richtung Sommer, Spätsommer, dann umso weniger muss man diesen Filter sauber machen. Ich habe ihn jetzt ungelogen locker 2 Monate nicht mehr gesäubert und ja, die Anzeige hier zeige ich euch nachher nochmal im Detail. Die zeigt auch nicht an, dass er verstopft ist, also das scheint irgendwie problemlos zu funktionieren. Meine Fische bekommen einmal am Tag 2 Hände voll Fischfutter. Keine Ahnung, ob das reicht, aber ich glaube schon. So, und jetzt genug erzählt. Jetzt werde ich mal hier die Stecker alle von der Steckdose rausziehen. 2 Stecker hat man. Einen für den Filter und der andere ist für das UV-Vorklärgerät. So, und jetzt wird gleich das Wasser aufhören zu laufen. In der Zwischenzeit können wir schon mal das Teil öffnen. Da sind ja an der Seite so Schnappverschlüsse. Das rastet halt ein. Das Material, Kunststoff, scheint sehr robust zu sein. Ich gehe da nicht wirklich pfleglich um. So, und schaut mal hier rein. Das sieht ja wirklich nicht schön aus, muss ich jetzt mal sagen. Ich würde eher sagen, das sieht überhaupt nicht schön aus. Aber ich denke mal, dass genauso muss ein Filter aussehen, wenn er lebt, wenn das Wasser gereinigt wird. Denn das, was ihr alles nicht so schön aussieht, das sind, glaube ich, alles kleine Tierchen. Wenn man da genau hinschaut, dann sieht man nämlich, dass das lebt. Da wackelt es überall. Und diese Tierchen, glaube ich, fressen dann halt die ganzen Algen, die halt hier drinnen sich ansammeln und reinigen sozusagen das Wasser. So zumindest ist die Theorie. Also ich, wie gesagt, ich bin kein Profi. So, und jetzt beim Reinigen im Sommer oder überhaupt, wenn ich den reinige, dann hat der Filter den Vorteil, dass man den wirklich eigentlich so gut wie nie wirklich richtig auseinanderbauen muss, wie das bei anderen Filtern der Fall ist. Weil hier sind solche Hebel. Und an jedem Hebel, das könnt ihr nachher gleich sehen, hängt unten so eine Filtereinheit dran. Und ja, das sind halt verschiedene Filtereinheiten. Und wenn man die Hebel hochzieht, so geht das ungefähr, dann werden diese Filtereinheiten ausgepresst. Und wenn man will, kann man jetzt theoretisch den Filter noch kurz zur Seite stellen, damit das dreckige Wasser hier nicht rausläuft. Ich habe das immer so stehen lassen, weil binnen kürzester Zeit war das dann wieder, also das Wasser wieder sauber. Ja? Also so funktioniert das Ganze. Wenn man das reinigen will, zieht man die Hebel nach oben und nachher könnt ihr auch verstehen, wie das funktioniert, wenn ihr das Innenleben seht. So, ich habe mal dieses Rohr von abgezogen, das kann man optional dazu kaufen, weil damit der Filter halt nicht direkt am Teich stehen muss, dann kann man so ein Zulaufrohr machen. Ist vielleicht auch nicht ideal, habe ich mir sagen lassen. Gut wäre, wenn das nicht so reinplätschert. Das ist alles später geplant mit Wasserfall, aber derzeit ist das halt meine Lösung. Vielleicht mache ich dann nächstes Jahr auch noch so einen Einsatz dran, dass das halt dann nicht so reinplätschert. Ja, da ich das eh noch mit einem Wasserschlauch, ich hoffe, der ist nicht eingefroren, ausspritzen werde, spätestens im Frühjahr, weil ich denke, wenn das jetzt über den Winter trocknet und ich das nächstes Jahr richtig mit dem Kärcher mal richtig ausspritze, dann sollte das auch reichen. Aber ich werde jetzt zumindest mal die Filter kurz vom gröbsten Schmutz beseitigen, bevor ich das Wasser ablasse. Er ist schon eine ganz schöne Brühe drin. Das liegt wohl eher daran, dass ich das jetzt wirklich 2 Monate nicht sauber gemacht habe. Auf der Rückseite befindet sich hier unten so eine Ablassschraube. Da kann man auch dauerhaft einen Schlauch anschließen. Ich habe das jetzt nicht gemacht, ich habe die jetzt einfach hier so gelassen und ein provisorisches System entwickelt. Ja, und selbst wenn man die Schraube abschraubt, könnt ihr sehen, kommt noch kein Wasser raus, weil sich da noch so ein Verschluss befindet, der mittels diesem Hebel geöffnet werden kann. Das hier ist mein Ablass, den lege ich dann immer hier hinten so drauf. Am Ende befindet sich ein Eimer. So, und jetzt kann man hier einfach den Hebel hochziehen und schwupps kommt die Jaure, die Brühe aus dem Filter rausgelaufen, ohne dass ich den Filter auseinanderbauen muss. Das geht auch total schnell. Ich habe diese Jaure, sage ich mal dazu, oft genommen, um meine Pflanzen zu gießen, weil ich denke, das ist gleichzeitig Dünger für meine Beete. Ja, man sieht, so ein Eimer reicht nicht ganz. Man muss das sozusagen 2-mal wiederholen.
Meine Hände werden langsam schon kalt. Ist ja klar, bei diesen Wassertemperaturen. Ich kipp das jetzt einfach mal hier her. Das muss eh alles raus. Der Garten ist sozusagen hinüber durch die Minusgrade. Ist ja ganz klar. Wirklich schade ist, dass die ganzen Physalis-Pflanzen es mal wieder nicht geschafft haben, die Früchte zu reifen. Bis auf ein paar vereinzelte. Aber das ist ja jetzt nicht Thema des Videos. Zurück zum Filter. Ich werde den Reinigungsprozess noch einmal wiederholen, weil es scheint mir wirklich viel Jauche hier drin zu sein. Und je mehr ich jetzt rausmache, je weniger muss ich dann im Frühjahr entfernen. Also stecke ich jetzt einfach nochmal die Pumpe rein und dann, ich hätte vielleicht das richtige Kabel wählen sollen. Also stecke ich einfach mal die Pumpe rein. Ja, genau. Und lasse das Ding nochmal voll laufen. So mache ich das normalerweise auch, wenn ich das reinige, dann mache ich das mindestens 2-3 Mal. Man kann hier auch einen Frischwasseranschluss, also man kann einen Schlauch anstecken mit Frischwasser. Da ist so ein Anschluss vorgesehen, so ein Schnelladapter kann man einfach dran stecken. Und dann muss man nicht das Teichwasser nehmen, weil das ist natürlich der Nachteil, dass der Teich dann an Wasser verliert. Fällt zwar jetzt in dem Moment nicht auf, wenn man das einmal macht, aber auf Dauer ist es natürlich doof. Normalerweise bei diesem Schlauch, dieser Anschluss, der ist ja dabei, da kann man verschiedene Schläuche anstecken, also viel größere, als ich das hier getan habe. Das ist dann normalerweise hier durchsichtig und dann sieht man auch das Wasser laufen. Bei mir sind jetzt hier viele Algen drin, deswegen sieht man nichts mehr. Und hier drin befindet sich eine UV-Lampe. Die ist passend bei diesem Filter, gibt es die optional halt dazu zu kaufen. Schaut, er ist schon voll. Stecker raus. Die kann man dann auch reinigen, beziehungsweise sollte man die reinigen, weil ich glaube, das UV-Vorklärgerät ist das Wichtigste an dem ganzen Filter. Diese UV-Lampe, die habe ich auch jedes Jahr erneuert, denn die lässt an der Wirkung nach, soweit ich weiß. Ja, und ich wollte halt auf Nummer sicher gehen, dass der Teich wirklich klar bleibt. So, das sollte reichen. Grundsätzlich wäre es vielleicht gut, wenn ihr das mal seht, wie das mit diesem UV-Vorklärgerät funktioniert, wenn man das sauber macht. Deswegen stecke ich jetzt nochmal den Stecker rein, um euch das auch noch zu zeigen. Hier an der Seite befindet sich so ein blauer Knopf, den kann man drücken und dann kann man das Ganze hier drehen. So, und dann kann man das rausziehen. Also das ist ein sogenannter Schnellverschluss. Und hier kommt schon die Röhre mit dieser Lampe zum Vorschein. Ich ziehe das mal raus, lasse das hier so drüber laufen. So, kann man natürlich auch anders machen, aber so geht es am schnellsten. Und dann stecke ich das wieder rein. Zack, fertig. Also ihr könnt sehen, dieser Filter ist genau für die Leute etwas, wie ich das auch bin, die immer keine Zeit haben und ja, sich eigentlich gar nicht so sehr um diese ganze Materie kümmern möchten, einfach nur sauberes Wasser möchten, ohne großen Aufwand zu betreiben. Da er jetzt eh schon nochmal vollgelaufen ist, mache ich den Vorgang ein drittes Mal und dann zeige ich euch, wie man das Teil ganz auseinander nimmt. Eishände, habe ich ja gesagt. Dauert nicht lange und ich habe Eishände. So, also das Wasser vom dritten Mal habt ihr jetzt nicht gesehen, aber das war deutlich klarer, also grob ausgedrückt klar, gegenüber die ersten 2 Male. Das funktioniert super mit diesen Pumpen, dass die Filter sauber werden. Wie gesagt, ich habe das ganze Jahr nicht anders gemacht. Nicht ein einziges Mal habe ich die Filter ausgebaut. Deswegen bin ich jetzt auch sehr neugierig, wie das ganze Innenleben aussieht nach einem Jahr Dauerbetrieb. Ja, und da gibt es halt hier jetzt so Hebel an der Seite. Wenn man die so runterklappt, dann kann man sozusagen das Innenleben hochheben. Das ist sozusagen jetzt ein Modul im Modul. Und da braucht man auf jeden Fall 2 Hände, weil das relativ schwer ist. Und so sieht das Ganze aus. Also hier seht ihr jetzt diese einzelnen Filterelemente. Von grob über fein alles dabei. Hier dieser kleine silberne Stab, das ist das Thermometer. Und daneben ist der Wassereinlass und auf der Seite befindet sich dieses Teil. Das ist so eine Verstopfungsanzeige, wenn der Filter voll ist, dann geht dieser Bipperz, sage ich mal, nach oben. Das funktioniert aber nur, solange nicht so viel Algen dabei sind, weil dann, ja, wenn das verstopft ist hier irgendwie, dann funktioniert das halt nicht mehr. Gar nicht mal so schlimm, wie ich dachte. Hier sind überall so fadenähnliche Teile, wahrscheinlich sind das auch irgendwelche Tierchen. Ich habe auch gesehen, dass da Blutegel dabei sind. Also alles, was man so braucht in einem Filter, damit das Wasser wirklich klar wird.
Ja, und hier außen sieht man natürlich, das geht jetzt nicht alles sauber. Das könnte man jetzt mit einem Wasserschlauch abspritzen. Aber das Innenleben dieser Matten, wenn man das hier hochzieht, man kann das jetzt erkennen, das wird schön ausgepresst. Das ist wirklich ein richtig geniales System. Also ich bin sehr zufrieden damit. Was mache ich jetzt damit? Also da kommt jetzt, nachdem ich den jetzt noch mit einem Wasserschlauch ein bisschen abgespritzt habe, in einen trockenen Lagerraum bei mir, wo er über den Winter steht, komplett alles trocken wird. Und nächstes Jahr werde ich ihn nochmal abspritzen, die Filtermatten alle richtig sauber machen und dann stelle ich ihn halt wieder hin. Anschließend kommt hier ein sogenannter Eisfreihalter rein. Dazu werde ich wahrscheinlich ein separates Video machen, denn ich möchte mir extra für dieses Video einen beheizten Eisfreihalter kaufen und dieses auch testen und probieren, ob das halt Sinn macht, weil ich habe bisher nur einen, der halt Sauerstoff reinpumpt und da ist oben so ein Styroporaufsatz und ab einer gewissen Temperatur friert das trotzdem zu und das möchte ich halt vermeiden. Bisher haben es die Fische zwar überlebt, wenn das zufriert, aber ich glaube, das ist nicht so optimal, denn der Gasaustausch findet halt nicht statt, wenn das Wasser komplett zugefroren ist und deswegen möchte ich dieses Jahr etwas besser machen. Also wenn dich das Thema auch interessiert, dann abonniert diesen Kanal. Ich werde es ausgiebig testen und auch ganz ehrlich meine Meinung mitteilen. Solltest du einer sein, der halt auch so ist wie ich, sich wenig mit der Materie Teich auskennt, einfach nur einen unkomplizierten Filter haben möchte, der das Wasser klar hält, dann darfst du gerne meinen Link in der Beschreibung benutzen. Es kostet dich keinen Cent mehr, aber du unterstützt meinen Kanal mit ein wenig Provision, das von Amazon ausgeschüttet wird. Ich habe mir extra Mühe gegeben, dieses Video detailreich zu gestalten und ausführlich zu erklären. Und ich kann dir nochmals sagen, dieser Filter hat mich wirklich nach wie vor begeistert. Auch wenn ich beim nächsten Mal mich für die größere Variante entscheiden würde, ist der allemal um einiges besser als alles, was ich vorher hatte. Bei Oase gibt es übrigens eine Klarwassergarantie. Wenn man diese Werte einhält, die in der Filterbeschreibung stehen, dann garantiert Oase tatsächlich, dass das Wasser klar ist. Wenn das nicht klar ist, denke ich mal, gibt es das Geld zurück oder sowas in der Art. Bei mir kam das nicht in Frage, weil wie gesagt, mein Wasser ist klar, seitdem ich den Filter habe. Genug gelabert. Schaut euch das Video an, was ich hier links verlinke zu dem Thema Oase, als ich das Teil neu hatte. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal, sagt Jörg.